Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren kleinen, ja, zu meiner Last Breath, zu einer kleinen Runde, mal eben so zwischendurch die Kamera angeschmissen. Heroes of the Storm mal wieder, weil es gut klappt. Das ist ein Spiel. Warum spiele ich das eigentlich, fragen sich viele. Es ist ein geiler Quickie, ja? Besser kann ich es euch nicht sagen. Die Matches sind häufig so zwischen 20 Minuten lang. Es hat genug Spieltiefe, um mich zu interessieren. Es ist nicht zu tief, dass ich da extrem viel Zeit rein versenken müsste, wie für ein League of Legends oder Defense of the Ancient Tree oder Dota. Sprich, ich kann da mal eben reinspringen und auch wieder rausspringen und das tagelang nicht anfassen und ich kann wieder reinspringen und einfach durchstarten. Es ist nicht in der Komplexität wie ja, andere Lane Defender, MOBAs, weiß ich. Das ist ganz angenehm hier. So, was haben wir hier alles? Maltael, Lunara und Diablo. Diablo wird wahrscheinlich das Match bei den Linken bestimmen. Bei uns wird es unter Umständen Ling Ming. So, wir haben eine Dreifach-Lane, das heißt, ich mache Wolfstanz. Damit ich mich schnell durch das Schlachtfeld bewegen kann. Kann ich jetzt ein bisschen schneller reiten, ne? Wenn ich jetzt hier Alt drücke, dann bin ich jetzt 30% schneller. Okay, die wollen scheinbar alle nach oben zum Auge, deswegen schließe ich mich dem Team an. Ja, dann mal los. ATC kommt mit, das ist schon mal gut. Naja, lass das Auge ruhig. Und fall back, weil ich bin kein. Ich platziere dort mein Heiltotem, verpasse ATC eine Heilung und direkt ein Schild. Graumähne muss da raus. Ich kann ihn sonst nicht heilen. Jetzt muss ich langsam selber aufpassen. Letztes Schild. Letzte Heilung. Ich kann ihn nicht retten. Normalerweise sollte man mitkämpfen, aber das ist im Moment noch nicht drin. Hier ist einfach zu viel los. Ich kann zwischendurch mal reinspringen, ein bisschen was kaputt machen. Aber das ist hier gerade nicht. Das ist zu eng, zu gedrängt. Die Leute haben zu viel HP für den Moment, so dass ich da mich nicht reintraue. Müssen wir mal schauen. Ling Ming lebt noch. Tracer lebt noch. Alles Viecher, die nicht viel einstecken. Schauen wir mal schnell, ob ich das Ding hier zurückholen kann. Einfach. Damit wir ein bisschen mehr sehen. ATC ist wieder da. Graumine auch. ATC ist ein bisschen lebensmüde. Wir gehen jetzt auf Martha, wie es aussieht. Da bin ich doch glatt dabei. Platziere mein Totem, damit er nicht so schnell davonkommt. Spamme ein Heal. ATC. Oh, Graumine war zu weit außer Reichweite. Da kann ich ihm dann auch nicht helfen. Bisschen Creeps töten. ATC ein Schild verpassen, weil er günstig steht. Ich muss hier raus. Graumine einen dicken Heal. ATC war wieder zu weit weg. Hier ist ein Totem, falls ich ATC zurückziehen möchte. Kann er das jetzt machen? Ich verpasse einem Gegner ein Schild, damit er den wiederum unseren Angreifer, einem unserer Verbündeten ein Schild, damit er unseren Angreifer ein bisschen angnarzt. ATC kriegt nochmal einen Heal rein, ATC kriegt ein Schild drauf und wir gehen wieder ein bisschen näher ran, platzieren vielleicht unser Totem so, dass die Gegner da durchlaufen müssen und schauen, ob wir nochmal irgendwie irgendwo einen Sprung reinkriegen. Diablo anzugehen hat eigentlich gar keinen Sinn. Da werden wir ja eher schneller durch Malphael durchgekaut. Oh, ATC sieht nicht gut aus. Hier ist nochmal eine schnelle Heilung. Und jetzt raus da Malphael. Und er ist wieder down. Der steckt nicht viel ein. Hier ist ein Totem, damit wir besser entkommen können. ATC zieht sich zurück. Und wir bleiben zurück im Kampf. Schauen wir mal, was so geht. Nicht viel, nicht viel, nicht viel. Diablo ist extrem gefährlich. Keine Lust von Diablo. Oh, oh, oh. Da hat er sich wieder Graumine geschnappt. Ich kann Graumine gerade nicht helfen. Ich habe keinen Mana. Ich kann in 6 Sekunden wieder an den Brunnen trinken gehen. Oh, das ist nicht gut. Beide sind so dicht beieinander. Ich könnte jetzt skillen, dass mich das weniger Mana kostet. Oder dass das Schild Mana regeneriert. Ich skille, dass mich die Heilung weniger Mana kostet. Hier wird nicht so viel geschildet. Ich denke, wir sollten nach unten gehen und den da oben den Schrein überlassen. Wir sind jetzt nicht so gut aufgestellt. Hier ist nochmal ein Schild, um die Creeps ein bisschen zu verletzen. Mal gucken, was... Ja, ich bleibe beim Team. Ich würde gerne nach unten gehen. Aber ich bleibe natürlich beim Team. Ich bin Heiler.
verpassen wir da mal ein Totem, damit die sich nicht so schnell bewegen können. ATC kriegt nochmal einen Heal rein. Ich gehe in den Auto-Attack rein auf Maltariel. Mal gucken, was so geht. ATC, ich habe noch Cooldown. Bodyblock, 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 Bodyblock. Für den Bären, fantastisch. ATC nochmal einen Heil rein. Keule, du läufst aus der Gruppe, dann kriegt die Gruppe die Heilung nicht ab. Das ist mega, mega schlecht. Raus aus diesem AOE. Warten wir kurz, bis ein paar Leute von der Gruppe da sind. Tracer ist hier, ATC, ich bin hier, dann heilen wir da mal rein. Dann kann meine Heilung ein bisschen durch die Gegend springen. Nichts ist schlimmer für mich, als wenn die Leute verteilt sind. Dann geht die Heilung eben nur auf eine Person. Das nicht gut. ATC nochmal. Wir sind hier ganz gut dabei. Gleich müssen die beiden hier links und rechts aufwachen. Und natürlich kommen Gegner wieder. Erstmal ganz kurzer Rückzug. ATC kriegt nochmal einen, hier kriegt nochmal ein Schild für mehr DPS-Output. Marthael kriegt einen rein. ATC ist tot. Ich muss laufen. Ihr habt den Totem. Das Totem verlangsamt Gegner. Sorry, da habe ich nach rechts geguckt und nicht zu dir. Gibt's hier noch jemanden, den man retten muss? Tracer ist noch am Leben. Ling Ming ist noch am Leben. Noch. Hier ist ein Herzchen. Ich komme ihr entgegen von hier und stelle mal hier ein Totem rein und heil die Alte. Was das Totem macht, ist, es verlangsamt die Gegner, wenn sie da durchlaufen. Ist ganz kleiner Radius nur. Muss wirklich sehr, sehr gut platziert werden. Ich skill das Totem in der Regel nicht, weil es einfach nicht genug Teamplay gibt dafür, um davon zu profitieren. Hier ist ein Schild, das macht ein bisschen AOE-Damage. Das lohnt sich dann schon, da kommt ein wenig was zusammen. Automatische Angriffe als Geisterwolf verringern Abklingzeit und Grundfähigkeiten. So, die beiden kriegen wir nicht tot. Da ist einer der besten Heiler im gesamten Spiel. Und Rexa, ich denke nicht, dass du sie kriegst, Graumine. Bin mir da ziemlich sicher sogar, dass du sie nicht kriegst, selbst wenn ich sie verlangsame. Graumine muss geheilt werden. Er steckt nicht so viel ein, wie man das vermuten mag. Er hat den Bären getötet, das bringt leider nicht so viel. Der kann einfach wiederbelebt werden. Hier ist ein Schild, dann kannst du ein bisschen die gegnerischen Helden verletzen. Marthael ist wieder kurz vom Tod und mal gucken, ob ich ihn anspringen kann. Nein, er stirbt vorher. Tracer ein bisschen ran. Ah, Graumine, selber schuld, dass du dich nicht an uns hältst. Das passiert ab und zu, aber da wolf ich einfach raus und dann lache ich noch ein bisschen. Mal gucken, was wir jetzt machen. Da unten kommt Ling Ming. Ich muss Tracer heilen, sie ist einfach viel zu low, low, low. Den können wir jetzt töten. Ja, jetzt hat Rexar erstmal keinen Teddybären mehr. Das ist so, da muss er besser aufpassen, muss er besser heilen. Graumine will rein, ich gebe ihm mal ein Schild, dann kann er da ein paar Creeps berühren. Er läuft jetzt raus, Tracer muss geheilt werden. Es springt über auf Graumine hoffentlich. Und ich signalisiere, dass ich weg bin. Bye. Wenn ihr jetzt drauf geht, seid ihr selber schuld. Hier ist es sau gefährlich. Raus, 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 raus. Mehr kann ich euch... Ja, zu blöd. Tracer, zu blöd. Musst du selber wissen, dass man an Diablo nicht so nah rangehen darf. Ist schon gar nicht als so kleiner Squishy, Alter. Was denkt sich die Alte eigentlich? Totem, damit die nicht so schnell wegkommt. Und dann haben wir sie gefinished. Ich drücke ATC eine Heilung rein, weil gleich kommen die Spinner von oben. Die sind gleich da. Tracer ist jetzt wieder da, muss nur noch irgendwo hingeritten kommen. Zu dritt schaffen wir das hier. Aber seht ihr, seht ihr, seht ihr. Sie kommen hierher in unsere Richtung. Wir müssen rechtzeitig fliehen. Maltariel ist schon hier. Ling Ming. ATC, vielleicht gehen wir auf Maltariel, bevor die anderen uns erreichen. Sozusagen, dass wir proaktiv angreifen. Was haltet ihr davon? Der Schuss ging leider völlig daneben. Okay, die beiden wollen nicht engagen. Das heißt, wir müssen eher gleich um unser Leben laufen. Weil da sind sie nämlich auch schon alle. Meine Heilung ging gerade noch so durch. Mal gucken, mal gucken. Ich gehe mal als Wolf auf Rexa los. Dadurch kann ich wieder Cooldowns abkratzen von meinem Heal. Und das hat geklappt. Und wir kriegen vielleicht noch die Kleine hier kaputt. Ich kann hinterher wolfen. Ah, sie ist tot. Marthael, tot. ATC kriegt nochmal eine Heilung rein und wir gehen zurück zu den Altaren. Heilung der Ahnen. Brauche ich jetzt nicht mehr. Mega Kill. Jeder Einzelne ist tot. Vielleicht sollten wir den Boss angehen. Kommt schon, Jungs. Ich habe noch ein bisschen Mana. Ihr habt alle noch ein bisschen HP. Und dann ATC ist hier. Und dann, wenn wir den Boss kriegen, wäre das ein unglaublich hoher Vorsprung. Aber jetzt wird's langsam gefährlich. Es wird langsam gefährlich. Wir sind ein bisschen zu langsam, Freunde. Ein bisschen zu langsam. Ich bin dafür, wir fallbacken, aber das hören die natürlich nicht, weil ich nicht im Teamspeak bin und sie aber auch nicht... Graumene ist gleich tot, er muss sofort geheilt werden, da kommt mein Heil durch. Das ist die Ulti von Diablo. So sad.
Der Boss wreckt sich hier durch die Gegner. Und wir haben den Boss, wir haben den Boss, wir haben den Boss. Sehr schön, der Boss hat ein paar Leute ziemlich runtergeschwächt. Und jetzt arbeitet er für uns. Rexa kriegen wir wahrscheinlich nicht mehr. Nein, ich bleib bei ATC. Schließlich, oh nee, nein, ich gehe zum Brunnen. ATC kann sich mal... Ah, okay, ich gehe doch zu ihm. Hat sich die nächsten Creeps geholt. Dann fokussen wir mal. Stellen ein bisschen Mana her durch den Geisterwolf-Angriff. Und jetzt gehe ich aber zum Brunnen. Kann mich auch mal... Jetzt auch gerade mal wirklich keiner mehr davon abhalten. Ich brauche meinen Kool-Aid. So, dankeschön. Was hältst du davon, ATC, wenn wir das hier einnehmen? Wunderbar, zwei Dumme, ein Gedanke. Vorsicht vor diesem Scheißauge. Scheißauge, Scheißauge, Scheißauge. Hab ich dich, Scheißauge. Okay, ich platziere hier ein Totem und versuche mich selbst zu heilen. Ich glaube nicht, dass ich noch rauswolfen kann. Dafür bin ich zu sehr bodyblocked. Wenigstens das können diese Volllappen. Auch wenn sie sonst nicht viel hingekriegt haben. Und ich glaube sogar, ich bin relativ fest überzeugt, dass die mich nicht mit Absicht gebodyblockt haben, sondern Glück und aus Versehen. Tracer, das hättest du hier lieber an Diablo rechts vorbeilaufen sollen. Nicht nach unten hin, wo alle Helden stehen, aber was soll ich dazu sagen? Verringert abgezählte Kettenheilung, gewährt Schild, ich nehme das. Ja, ich gehe natürlich erstmal zu meinen Klassenkameraden hier. Das sind alle fünf. Alle fünf sind da. Graumene, das ist mit Abstand schlechteste Zeit, die du dir hättest ausdenken können. Da ist ATC, er ist fast tot. Er kriegt erstmal einen dicken Heal, dann ist er schneller wieder im Kampf. Wir sollten die ignorieren und wirklich, wirklich hier runtergehen. Ich bin Heiler, ich bleib beim Team. Auch wenn sie strohdumm sind, hier ist der Heil, der muss gefokust werden. Zack, jetzt können wir anfangen, Diablo zu fokussen. Ich überlege gerade, Graumähne müsste jetzt ein Schild kriegen, damit da ein bisschen was einsteigt. Den Teddybären hätten wir fast umgebracht. Ich heile mich jetzt auch mal zur Abwechslung selbst. Mathael kriegt von mir ein Wulfi-Wulf und hier ist ein Totem, damit er ja nicht wieder wegläuft. Der kleine Drecklappen. Wunderbar, wunderbar, wunderbar. Noch schnell die Creeps. Schade, sie haben das Ding natürlich ziemlich hart verbraucht, aber ich sollte mich selbst heilen zwischendurch. Bam, 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 bam. Die letzten vier Schuss und tschüss. Ich komme auch hier hin. Was war das? Ich bin wohl an einem Turm zu dicht vorbeigelaufen. Oh, da ist jemand. Mal gucken, ob wir den Weg abschneiden können. Noch glaubt sie, sie könnte gegen ATC gewinnen, aber da weiß sie nicht, dass ich hier dabei bin, den Weg abzuschneiden. Hallo Mädchen, hier ist ein Totem. Friss. Ach, hier ATC hast du mal einen Heal. Ich bleib bei dir, auch wenn oben interessante Action ist. So, die letzten vier Schüsse gehen immer nahezu instant raus. Kein Herzchen hier für uns. Schade. Tracer, du dumme Kuh. Was machst du da schon wieder mit Diablo, Mann? Geh doch mal weg von ihm. Ja, sie macht so einen Damage, Ling Ming. Aber sie steckt auch nichts ein. Hey, da ist ein Herzchen. Sammel das doch mal ein. Graumähne. Graumähne ist noch rangekommen. Das hier. Oh, Tracer, Tracer, Tracer. Hier hast du erstmal ein Schild. Okay, hier hast du erstmal ein Heal. Ich hab mich selbst angeklickt. Verlangsamen wir mal die Gegner mit dem Totem. Das war unglaublich knapp. Habt ihr gesehen, wie die Heilung gerade noch so durchging? Aber es hat sich gelohnt. Ich habe meine Kameraden gerettet und wir haben dadurch ein paar Gegner umbringen können. Du kannst mir nicht davonlaufen, Mädchen, aber du kannst dich natürlich dahinter verstecken. Das geht. Ich komme gleich zu euch. Ich hole mir nur mal eben das Dingelchen hier und dann... Ihr hattet ja alle relativ volle HP. Bin gleich da. Zack, meins. Wer braucht hier Heilung? Graumähne, Graumähne, Tracer, Tracer und Heil. Ich komm schon, ich komm schon, ich komm schon, ich komm schon. Die schaffen es nicht, weil sie nicht... Jetzt ist der Heiler tot. Jetzt können sie es auch schaffen, die Arme zu töten und da kommt die Heilung. Oh mein fucking Gott! Das war mal wieder ultra knapp. Tschüss. Was macht Graumähne da schon wieder? Der Trottel. Oh Gott, Graumähne! Oh!
verpiss dich, Alter. Wenn ich die Diablo gleich krieg, dann bist du tot. Na gut, hier hast du nochmal ein Heal. Hier hast du nochmal ein Schild. Ich mach den Wolf und spring Diablo an. Hat gereicht. So, jetzt mach hier echt einen Schuh, Alter. Ich hab noch so... Shit, ich war nicht dabei, als das Herzchen freigelegt wurde. So, der Tempel gehört uns, der obere Tempel gehört uns. Super gefährliche Taktik. Mal gucken, ob wir das nicht gleich... Tracer, bist du eigentlich behindert, blind oder sonst irgendeine Art und Weise gehandicapt? Guck mal, wie die Laser hier auf den Gegner ballern. Da oben wird es gleich super, super heiß. Ich schnell, ihr beiden wacht auf, damit wir hier... damit ich hier abhauen kann, weil ich will da oben unterstützen. Machen wir Focus Fire? Ne, machen wir nicht. Der ist schon tot. Mein Gott, Tracer kann so viel Damage machen. Ah, einer muss hier bleiben. Piu, 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 tschüss. So, ATC ist tot. Da kommt noch ein Diablo. Der ist ein... Diablo scheint gerade nicht der hellste. Da springe ich ihn an, stelle ihn tot, damit er ja nicht abhaut und töte ihn. Da ging der Heal noch durch. Da haben wir hier noch ein Herzchen. Ja, das ist ja super heiß. Das nehmen wir doch direkt. Hey Leute, was haltet ihr davon, wenn wir gleich die Leute... Söldner holen. So, jetzt lade auf, dann viermal Piu Piu Piu. Piu 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 Piu. Ein bisschen HP hat das Ding noch. Das war gut. Das war ein guter Push. Ich denke, das hat sich ausbezahlt gemacht, dass wir diese gefährliche Taktik gefahren sind. Jetzt haben sie zwei angeschlagene Türme, während unsere noch völlig unangekratzt sind. Tracer, das ist gefährlich, was du da spielst. Gegen Martayel könntest sogar gewinnen. Ganz besonders, wenn ich bei dir bin, Baby. ATC, jumpt rein. Hier hast du nochmal ein Schildknäule. Ich lauf mal Malfayel hinterher. Mal gucken, ob ich mein Totem da vorne besser platzieren kann. Komm schon. Totem. Danke, Diablo. Totem hier rein. Das war so aufmerksam von ihm, mich da nochmal zu platzieren. Und ich springe hinein. Es hat nicht gereicht, aber trotzdem ordentlich was weggechippt von seiner HP. Hier, Grauminassen. Hier hast du gut gemacht. Hast ein Leckerli. Vorspulen oder... solange wir geknubbelt sind. Ich skill das. Ich skill das, das hat jetzt ein AOE-Heal. Mit dem anderen hätte ich meine Cooldowns zurücksetzen können. Da hätte ich zwei Ultis hintereinander zünden können. Ja, das war ja nur ein Fort. Das ist... Ey, sammelt doch das Herzchen ein, Alter. Was macht ihr, Jungs? Okay, ihr pusht das Fort. Ich verstehe die Taktik nicht, weil wir könnten theoretisch das Ding hier einreißen, weil die sind noch lange nicht wieder da, die Leute. Jetzt... haltet so ein bisschen durch. Ein bisschen durchhalten, ein bisschen durchhalten, ein bisschen durchhalten, ein bisschen durchhalten. Gewonnen. Wie geil. Das Match ging sau schnell. Sau schnell. Was haben wir? 18 Minuten, 19 Minuten? Wie lange waren wir wohl unterwegs? Graumähne. Wer hätte das gedacht? Graumähne ist MVP. Verursacht das Schaden? Heldenschaden 30%, 24%. Oh, nicht schlecht, nicht schlecht. Ich persönlich fand ja das ATC ziemlich... man kann sich nicht selbst loben. Oh, danke, ich fühle mich geehrt. Hier, ATC, hast einen guten Job gemacht, Keule. Ich mag den Krieger nicht so gern. Aber er kann stunnen, er kann pushen und er kann sich selbst heilen. Ich weiß gar nicht, warum ich ihn nicht mag. Aber gut, irgendwas ist da dran. Zeigt mir doch nochmal eure Skillung, bevor ich hier einen Schuh mache. Lieutenant Morales hat sich diese komische Vector, diese Granate zum Gegner wegschubsen. Dann hat sie Stim-Drohne gewählt und bis Stufe 20 haben es die Würstchen gar nicht geschafft, ne? Sind schon bei 19 gestorben, glaube ich. Das sehe ich jetzt hier gerade nicht, welche Stufe die hatten. Egal, ich hatte ziemlich gute Heal. Fast doppelt so hoch gefühlt als Morales, glaube ich zumindest. Großartig, du bist bei Heldenschaden vor, damit liegst du 26% über dem Durchschnitt. Meinetwegen, aber ich habe sie auch nur ein bisschen angewolft und ein bisschen gerechtsklickt. Viel mehr war da nicht dabei. Ja, doch, doch, mein Schild, mein AOE-Schild mit dem Blitzschaden. Aber gut, das soll es gewesen sein. Wie gesagt, ein schnelles Hop-in, Hop-out-Video. Macht es gut, alle zusammen. Bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.